Warum? Aber vielleicht können wir die Woche mal einen Göhler Schnapper machen. Das mit der Rente läuft ja auch nicht mehr so, wie es mir gelaufen ist. Es kommen einfach viel zu wenig Junge nach. Und ja, im Endeffekt, wir Alter, wir müssen es beißen. Ach, da eben im Netto. Da würde ich gerne einkaufen. Aber der Netto ist erst in Kebene. Und nach Kebene fahre ich nicht mehr von wieder mit dem Auto. Der Viererschein ist noch heilig in dem Alter. Ich bin froh, wenn ich noch zumindest hierher fahren kann. Weil laufen, das wird langsam auch wieder schwieriger, weißt du? Der Penny. Ja, über die Penny muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Also, wenn ich da jetzt sehe, dass Thüringer Knackwurst im Angebot ist für 2,22 Euro, dann sollte man sich das überlegen. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich es mache. Der Aldi wurde jetzt ja abgerissen. In der bin ich jede Woche gegangen. Da habe ich alles gefunden, was ich brüch und was ich will. Aber der wurde jetzt ja umgebaut. Da hätte ich es mindestens 10 bis zum Oktober. Und wenn sie sagen Oktober, dann kann ich von uns gehen. Es geht auf jeden Fall bis im Jänner. Vielleicht gehe ich in die Penny jetzt dann als. Oder vielleicht dann doch in den Handelshof. Der Handelshof hat halt alles. Da kann ich nichts drüber sagen. Aber, ja, da, ja, hingehört. Hörgeräte Magazin von Neuseeland. Neuseeland, das ist schon ganz wie oben im Norden. Was will ich jetzt? Hat es jetzt gerade klingelt? Hat es jetzt klingelt? Nein. Nein, da kann ich doch wieder lügen. Da kann ich wieder lügen vom Hörgeräte Magazin. Okay. Ein kostenloser Hörtisch, das kann man mir jetzt bringen. Dann werde ich wissen, wo ich dran wäre. Aber stopp. Jetzt hat es klingelt, das habe ich gehört. Da brüche ich keinen Hörtisch dafür. Dann lügen wir jetzt einfach mal. Weil da jetzt mal kommt und die unchristlich würzelt. Das würde mich wohl interessieren, gell? Brennen aber. Hallo? Hallo, ich habe eine große Schnitzbox für Kurt und für Hilde. Ah ja, das haben wir bestellt. Super. Erstens mal tut es mir leid für die späte Lieferung. Es ist leider ein wenig später geworden, aber ich hoffe, ich schmecke es trotzdem und lehne es euch gefallen. Ah, super. Ja, wann fängt das Video an? Um 19.11 Uhr fängt das Video an. Jetzt haben wir ja schon kurz vor 7. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, es ist leider ein wenig später geworden. Und wo finde ich das? In YouTube finden Sie das. Auf YouTube? YouTube. Ja, am Computer. Ja, am Computer finden Sie das. Ah, ich habe ein Tablet bekommen, ehrlich. Geht es da auch? Ja, geht es auch. Ah, dann löge ich mal. Eben, das ist löge ich mal, gell? Aber steht's ja drin, oder? Ja, es steht alles drin super auf dem Zettel. Da freue ich mich, gell? Jawohl. Ey, Böbe habe ich einfach am liebsten, gell? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gell? Gleichfalls. Dass wir hoffentlich nächstes Jahr Schiebenschlagen machen können wieder, mal, gell? Das hoffen wir. Vielleicht kann ich nächstes Jahr wieder Luft laufen. Ja, mit Sicherheit, wenn das fahren wir echt hoch. Das wäre super. Also. Also dann, ja, schönen Abend euch noch, gell? Okay. Tschüss, gell? Tschüss. Jetzt bin ich nur gespannt, was in der Kiste drin ist. Die ist nämlich richtig schwer. Da haben die Jungs bestimmt eine ganz große Freude, Spiel, Spaß und Spannung mitgemacht. Und auf das Video, ah, da bin ich mal richtig drauf gespannt, gell? Das kann nur gut werden bei der Kerle. Die machen das immer so toll. Das sind richtig geile Bürger. Da kann ich mir die Zinsschriften gerade mal weglegen. Da interessiert mich dieses gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal lösen, dass ich das Video bekomme. Weil das geht jetzt so bald nicht los. Ha, da ist der Zettel. Da steht der QR-Code oder der Link dabei. Da brauche ich jetzt das Tablet. Das hole ich jetzt. Das hole ich jetzt. Ich habe es geschenkt bekommen. Ist so. 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 Da jetzt, was steht da? Ich muss ins YouTube. Ja, ich finde da kein YouTube.
Oh je. Und, oh je, da rechts hinten so viel Buchstaben. Und ich hab doch keine Brille mehr, ich bräuchte doch jetzt mal einen Ersehtest, hab's ja vorhin schon gesagt. Oh je. Der Kurt hätte doch mehr Ahnung davon. Aber der Kurt muss jetzt eh mal kommen, weil das Video krieg ich nicht allein. Und der Kurt hat gesagt, wir machen die Schiebeschlage daheim zusammen. Wo ist denn der Kurt? Der Kurt muss wieder auf der Schiesel hocken. Ich hab's schön gespielt. Der hockt jetzt auf der Schiesel. Du kennst meine, das ist Schlafzimmer, so der hockt er da. Dass er nicht auf der Schiesel schon schläft, das ist alles. Kurt, wo bist du? Kurt, hockst du mit auf die Schüssel? Kommst gleich wieder, ich geh wieder nie, gell? Mach doch mal schnell! Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Seit der Geburt heiß ich Kurt. Hier kommt Kurt. Mr. Knackig, hart wie Stahl. K wie Kernig und Kanone. Absolut und optimal. Jede kennt mich, jede will mich. Ob aus Liebe oder Zorn. Wenn sie sehen, was Kurt für ein Kerl ist, wollen sie Kurt sofort von vorn. Alle rufen, alle grooven, alle shooten um mich rum. Alle jodeln, alle singen und nur ich allein bleib stumm. Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Oh Kurt, jetzt bin ich aber froh, dass du wieder da bist. Hätte auf der Schiesel alles klappt. Alles bestens, Hilde. Ach, was hätte wirklich lang gedauert, gell? Ja, da kennst du aus Brucht halt alles in der Zeit. Ja, Gott, das müsst mir ja auch nicht verzählen. Ich so weiß ja, wie es ist. Ja. Du Gott, aber heuch mal zu. Während du dort in die Sitzung gemacht hast, haben uns Schiebebögen unsere große Schnitzbox durchgebracht. Hm, was ist das so? Ha ja, das haben wir vor 2 Wochen bestellt, weißt du noch? Ah, da mit dem Zettel da. Genau, mit dem Flieger. Ja, genau, Flieger. Der Flieger ist durchs Dorf gegangen. Ja, genau. Wir haben es auch gekriegt, weißt du, ganz schön. Jetzt kommt es mal wieder. Genau. Und weißt du, wenn das Schiebeschlage jetzt ist? Wenn? Hat es sich hinrufen? Was? Gut, das haben wir komplett vermasselt. Ich habe schon eine große Kohlrüstkohl hier oben zu essen. Ja, wenn doch da wie viel Essen drin, oder? Ha ja, das ist randvoll, ich hab's halber nicht packen können. Und Flammenköder und alles und was weiß ich. Aber du, viel wichtiger ist, da ist ein Zettel dabei gesehen, den hab ich schon gelesen. Ja. Da steht, von dem Video steht's da drin. Ja. Weißt du, wenn das Video anfängt? Lese mal. 19.11 Uhr. Das ist doch gleich. Ah ja, Gott, das ist in 2-3 Minuten. Ja, ist schon auch gemacht, oder? Nein, Gott, ich hab das Tablet da, aber Gott, mit der Technik. Ah, ich komm da einfach nicht mit zurecht. Da bist halt auch nicht mit dem da steht eben so ein QR-Code und eben der Link und eben mit HTTPS und .com.de und YouTube. Wo ist ein YouTube? Ja,
Gut, du bist noch viel da, wie ich komm. Leg das mal weg, zeig mir das mal bitte. Da. Vielleicht kann ich das nächste Jahr dann auch. Da musst du erst da drauf gehen. Ah, ins Google Chrome. Ja, genau. Ja. Und dann YouTube. Da ist YouTube drin, ja, in deinem Kästchen. Das ist ja. Ja, dann so. Das ist irgendwo anders. Und jetzt nehmen wir da das Ding, ja, wo ich... Soll ich es da vorlesen, was da steht? Ja, buchstabierst du mal. Ich buchstabier's da. Da steht der Kanal, oder wie du möchtest. Der heißt SCHIBITZER. Scheibenschnitzer. Steht das bitte auch? So wie es da steht, oder? Ja, das steht da nichts vor. Ich hab keine Brille auf. Ich brüch da was Sehtest. Scheibenschnitzer. Ja, das ist was? Das muss es sein. Also, dann gehen wir da drauf. So. Auf Suchen, oder? Nee, da. Und dann? Ah. Da, schau, da ist der Kanal. Ah, dann, das sehe ich. Das ist das Bild. Da hängt sie als, da hängt sie eine Fahne davor. Genau. Ja, das ist das Logo, oder? Oder das Wappen. Und dann gehen wir da auf das nächste Video drauf. Ja. Zack. Jetzt geht's dann gleich los. Ah, ja, genau. Da steht, in 2 Minuten geht's los. Die Premiere. Aber 2 Minuten? Das ist bald, Gott. Das ist bald. Wir haben den Flammenkuchen noch gar nicht im Ofen. Oh nee, Gott, das habe ich vergessen. Soll ich das schon machen? Ja, mach Gott, das. Das ist kein Problem, das mache ich. Gib Gas. Ich mach das. Das, das da mache ich in den Ofen. Oh, dass ich das vergessen habe, Gott. Das tut mir gar leid. Oh. Auf die mittlere Schiene, oder? Ja. Oh. 180. Ja, hab ich. Aber Gott. Wo kommt der Flammenkörper eigentlich her? Ich komme ja nicht von da, aber da steht irgendetwas Regionales drauf. Ja, da steht vom Flammenzischer. Ist Edna Münster, der ehemalige Holzofen. Ah, die machen jetzt so Flammenkuchen, der ist super. Das ist einer der besten Flammenkuchen, die du kriegst. Ha, die kenne ich nicht. Weißt du, ich komme von immer der Bahngleise. Ja, das weiß ich nur. Ja. Ja. Jetzt warte mal und dann merkst du, wie gut er schmeckt, wenn er fertig ist. Aber du, jetzt lösen wir uns das an. Ja. Ich glaube, jetzt geht's wieder drauf los, gell? Es wird gleich los, gell? Genau. Bist du bereit? Gut, da steht's. 3, 2, 1. Und los geht's. Jetzt lösen wir gut. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Karl Siefer. Und mein Name? Christian Ruf. Ich begrüße euch zu Terra Nix. An diesem Ort, den sogenannten Schnitzerkeller, wird es vorbereitet. Das Scheibenschlagen. Christian, kannst du mir was dazu erzählen? Gerne. Das erste Mal schriftlich niedergelegt wurde das Scheibenschlagen im Jahr 1090. Denn in diesem Jahr, am 21. März, wurde in Lorsch, ein Ort in Hessen, durch eine brennende Scheibe ein Nebengebäude des Klosters in Brand gesetzt. Verbreitet ist der Brauch in und um den südlichen Teil der Oberrheinischen Tiefebene im Markgräflerland, Schwarzwald, Breisgau, Elsass sowie in Vorarlberg, Teilen von West- und Südtirols sowie im Bündner Oberland. Und wenn Sie nicht wissen, wo das ist, können Sie es auch googeln. Der Brauch wird als Teil der alten bzw. Bürophasen am ersten Sonntag nach Aschermittwoch abgehalten, den sogenannten Kirchlisundig. Wieso Kirchlisundig? Das liegt daran, dass an diesem Tag auch Fasenskirchle oder sogenannte Scherbe zum Verzehr angeboten wäre. Oftmals wird er als Teil der heidnischen Winteraustreibung bezeichnet. Die Tradition des Scheibenschlagens in Nettenheim-Weiler geht vermutlich in das 19. Jahrhundert zurück. Schon damals wurden händisch die Scheiben aus Buchenholz und mit Ziehmesser bearbeitet und von der Schiebebübe für das Schiebeschlagen vorbereitet. In Nettenheim-Weiler wurde es zur Tradition, dass die jungen Scheibenschnitzer an Fastnachtsdienstag oder Fastnachtszischtig gemeinsam mit einem Eiervater oder Eiermutter durch das Dorf von Haus zu Haus ziehen und Eier sammeln.
Hierbei wird auch das ein oder andere Destillat nicht verschmäht. Aus diesen gesammelten Eier werden Scherben gebacken, welche am Scheibenschlagen auf dem Scheibenberg und in den Gaststätten zum Verzehr angeboten werden. Aus organisatorischen Gründen wurde das Scheibenschlagen in Nettenheim-Weiler vor Jahren auf den Samstag verlegt. Ja, dann kann man noch aufräumen. Und nun zu unseren Korrespondenten auf der Schiebeberg. Hier findet also das Scheibenschlagen statt. Die Scheiben werden dort drüben im Feuer zum Glühen gebracht und danach meist mit einem witzigen Spruch mit dem auf dem Dillen das Tal hinuntergeschlagen. Die Sprüche sammeln wir Schnitzer über das ganze Jahr über. Die Sprüche beschreiben oft Menschen in tollpatschigen oder witzigen Situationen. Die Sprüche werden dabei mehr oder weniger immer anonym behandelt. Das Holz für das große Feuer hier sammeln die Schnitzerbube immer an Schiebeschlage, sammeln das unten im Dorf ein und fahren seinen Bulldog hoch. Und an Schiebeschlage trifft sich hier oben das ganze Dorf und hängt Papier hinter. Hülkurt, den Flammenkörper, wenn ich da was dann höre, ich glaube, der ist fertig, der ist blöd. Ich drehe den Ofen und ins Geld. Aber gut, meinst du, kennst du mal den Tischling hier früher? Da sieht es ja aus. Wir werden irgendwie Platz haben zu essen, Kurt. Nimm den Platz vor. So, stell da nochmal das durch. Ah ja, gut, warum gehen wir nochmal auf? Oh, das sieht ja richtig geil aus. Das sieht super aus. Du kannst nichts sagen. Für das Geld. Ey, da ist noch ein guter Wein drin vom Jäger. Oh. Soll ich da gerade noch ein Gläschen machen? Ja. Hier ist eh auch leer. Das war nicht schlecht. Weil du, Bier ist auch noch drin. Ah, willst du lieber ein Bier trinken? Ja, ich trinke das Bier. Und dann ah ja, dann trinke ich ein Wein oder eine Schale. So, machen wir das. Ah, das wäre super. Ich schneide gerade die Flammenkörper noch in der Zeit. Ah, das wäre super, Gott. Gott, das sieht richtig gut aus. Da ist eben der Winster. Hallo, mal. Da ist noch ein schönes Etikett drauf. Wie auf dem Flieger. Ah ja, wie auf dem Flieher. Wo muss es schnell sein? Na ja. Wie auf dem Flieher. Super. Ja, bitteschön. Ha, den Gelder. Den kenne ich auch noch vom Herre her. Weißt du, von über der Bahngleise. Kennst du nicht viel wie uns da mit dir rum, wo wir jetzt wohnen? Aber sieht nicht schlecht bis jetzt, gell? Ja. Muss ich echt sagen. Und du, ich möchte auch sagen, da, in dem Video, wo sie doch gerade kamen, wo man da angeguckt hat in YouTube. Ja, das läuft ja immer noch. Ja, klar. Da, wo sie da auf die Tradition gegangen sind. Ha, du hörst mir das immer noch erzählt, wie das läuft mit den Schiebeschnitzer. Aber da haben sie es echt gut erklärt. Also ich glaube, jetzt weiß ich, wie es läuft. Das ist jetzt verstanden. Ich glaube schon, aber ich wollte jetzt wohl noch sehen, wie sie die Schiebe da den Bergmann schlagen. Du hast mich ja nie mitgenommen. Ja, jetzt warte mal ab. Das kommt da bestimmt nicht. Mensch! Ja, ja, ja. Jetzt ja. Essen wir da das. Der köstliche Flammenkuchen. Wir kriegen ja mal oder? Zum, gell? Zum. So, und dann legen wir mal das Video wieder, oder? Ah ja, und essen ein Stück, ja. Ja. Ein guter Appetit. Ja, das kommt mit der Kurzschleife. 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 Ja, das kommt mit der Kurzschleife.
So, Schiff war gesprungen. Hallo, herzlich willkommen. Ich und der Luis als euer Mutter und euer Vater heiße euch herzlich willkommen. Danke, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat alles funktioniert mit der Boxe, dass ihr jetzt schön das Video genießen könnt. Und jetzt würde man loslegen mit unserem Scheibenschlagen. Seid gespannt und habt viel Spaß dabei. Schieb hol euch. Die Scheibe ist allen ebenrecht, wollt ihr das Video anlegen. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder da oben sind, wenn wir das alle zusammen machen können. Schieb hol euch! Die Schieb ist im Petrus Eberrecht, dass wir für uns sind. Schönes Wetter hin. Schieb holen. Die Schieb ist Zellerer Eberrecht, wo Eiswürfel im Kühlschrank machen will. Schieb holen. Sie. Die Schieb ist selber Partner Eberrecht, der zu jeder Abi-Prüfung eine Partnerflagg mitnimmt. Schieb holen! Durch! Ja, ja. Hübsche Gehne, Jürgen! Das müssen wir einfach mal sagen. Das ist Sommer. Das schmeckt mir. Schmeckt er? Na ja. Und hast du das jetzt so durch das Video verstanden, wie sie dort die Schiebe der Berg runterjagen? Ha Gott, ha Junge, hab ich's verstanden. Du, und ich muss sagen, da, der Karl war mal gekommen. Ha, der hat sie ja wunderschön runtergeschlagen. Und im Seile Waldemar, sieh da nun. Ha, von dem ist ja gar nicht schwätzen. Hey, als dem sie, die sind am schönsten geflogen. Also. Die Kerle, die haben's drauf. Und wir haben jetzt nur noch 5-6 Schiebe gesehen. Ich denke, da kommen noch mehr. Auf jeden Fall, da kommen noch ein paar. Ja, ja, vielleicht schon, oder? Aber die Gott, die haben da jetzt da Sprich erzählt und alles. Das war witzig. Aber wo kommen die Sprich eigentlich her? Sören die aus dem YouTube aus, oder? Nee. Du musst wissen, das sind Geschehnisse, die sind im Dorf passiert. Da bei uns? Und, ja. Ha? Da bei uns. Das kannst du sehen. Du wärst oft da dran gewesen, wahrscheinlich. Meinst du? Würde ich da alles notieren, was du da machst. Aber ha? Auf jeden Fall, die sammle die Sprüche und dann am Schiebeschlage werde die mit der Schiebe der Berg runterkommen. Ah, okay. Und. Was ich da jetzt so vorhin auf dem Zettel gelesen habe, was auch schon immer war. Früher hat es bei uns immer eine Hammelverlosung gegeben. Okay. Und da, wie gesagt, da auf dem Zettel habe ich jetzt gerade gesehen, die machen wieder so Tombola oder so. Ich hoffe nur, dass wir da als Skills gewinnen. Ja, kann doch jeder gewinnen, wo mitmacht mit der Boxe. Ich hab's nicht gelesen. Genau, jeder. Echt? Jeder, der jetzt bestellt hat, ist im Lostopf und kann gewinnen. Ha, Gott, das wär's ja, wenn wir da das gewinnen oder? Ja. Und jeder bekommt's mit. Da wären wir wieder am Dorfblättle, oder? Auf jeden Fall. Und ich glaube, Wäschmaschinen, die gibt eh bald eine Reinstufe. Ja, wenn nicht, muss halt von Hand wäschen. Gott, jetzt blitzt mal auf dem Boden. Ich würde sagen, wir stoßen an und mögen wir das Video wieder, oder? Ja, wenn du meinst. Vielleicht wieder mal was. Auf der Sieg. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Tombola, die wir dieses Jahr durchführen werden. Wir vier Losfeher. Franz. Janis. Samuel. Janik. Werden euch heute durch diese Tombola führen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt mit der ersten Ziehung. Janis. So, die erste Ziehung ist Ines Erber und die gewinnt. Eine Vorstandssitzung bei euch zu Hause. Kannst du was gepasst machen? Ja, Franz? So, bitte. Die
die zweite. Wen habe mehr? Wer ist der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin? Das ist Karl Siefer aus Wieler. Und der gewinnt ein Randstein mit allen Schnitzer-Unterschriften. Und von wem wurde er gesponsert? Das habe ich von Anaconda Holzbau gesponsert. Wir melden uns nachher bei der nächsten Ziehung. Bis gleich. Die Schieb ist selben Eberrecht, wo von Luther Gras Rebe nicht mehr sieht. Schieb holen. Die Schieb ist Seller-Kanadierin Eberrecht, die mit ihrem Mann an der Leine Gassi geht, damit sie nach der Sperrstunde noch raus kann. Schieb, hol sie! Die Schieb ist selber Eberrecht, der bei der Polizei Anzeige wegen seiner geklauten Droge aufgibt. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber Eberrecht, wo er schon mit dem brennenden Auto heimfahrt, weil er daheim das Auto mit dem Gartenschlitz löschen will. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber Lora Eberrecht, wo er behauptet, er wäre der erste Europäer in Deutschland. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber Eberrecht, der sich am Wäschekorb Zehe bricht. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber Clubgänger Eberrecht, wo im Mensch Meier ein Trepp verkauft. Schieb, hol ne. Alter, das stecke ich schon viel zu lang. So, wir begrüßen euch wieder zurück bei uns Tombola-Fee. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Ziehung der Gewinne. Alles klar. So, schauen wir, wer war da drin? KG2. Wo ist KG2? Der Philipp Antlauer. So. Was darf er gewinnen? Schauen wir, was er gewinnt. Ein Gutschein in der Hummelstrauße. Also wenn der Begleitung brust. So, der nächste glückliche Gewinner ist, Achtung, der Jan Zanger. Oh, mal schauen, was er denn gewinnt. Was gibt's denn hier Schönes? Das mal raus. Und der Jan Zanger gewinnt die Schuhe von Max, die schon seit ca. 3 bis 4 Jahren hier unten bei uns im Schnitzerkeller liegen. Herzlichen Glückwunsch, Jan! Bis zur nächsten Ziehung. Ah, gut. Jetzt kommt da wieder Werbung, gell? Ja, tatsächlich. Aber weißt du, was für die Werbung perfekt passt, da habe ich vorhin gesehen. Warte mal. Da war noch so ein kleines Dessert in der Schnitzerbox drin. So, ein Scherbe von Henninger. Das können wir jetzt gerade essen. Willst du, Kurt? Ja. Meinst du, kennst du noch zuerst wohl noch ein Fläschchen Wiener viel? Ah ja, das ist kein Problem. Das schmeckt mal richtig gut, Kurt. Muss echt sagen. Find das so. Ja. Aber die schocken auch nicht so viel. Ich darf ja nicht mehr so viel trinken, Kurt, da weißt du ja. Ja, weißt du, jetzt fast ganz Flasche leer getrunken. Ah jo, ich vertrage ihn ein bisschen freier. Weißt du noch, oder? Das sowieso. Ja. Jetzt hätte ich sagen, erst mal noch ein paar Scherben, solange da die Werbung läuft vom Henninger. Ah ja. Die sind echt gut. Vom Henninger, Georg! Der backt in Wieler, gell? Nein! Doch! Vorne in der
Dorfstraße da? Wie das? Es ist nur eine Zwischenstation. Was? Der Hauptstandort ist in Edene, Dugetbache. In Edene? Ja. Jawohl, in Edene. Am oberen Tor. Echt? Und dann lief er dann nach Wieler. Ach, du warst noch nie am oberen Tor. Und du holst ja auch immer nur in Wieler wegle. Ha, das stimmt. Also, jetzt. Ja, probieren wir das mal, oder? Probieren wir mal und dann ist Werbung auch, glaube ich, schon gleich fertig. Ja, hoffentlich. Dass es wieder geht. Hallo? So, Sally, am Oberfahrer. Als nächstes zieht Janik. So, schauen wir mal, wer was bekommt. Der Jan Vetter. Der Jan bekommt das Sterrholz. So, herzlichen Glückwunsch. So, ich darf den nächsten glücklichen Gewinner ziehen. Und das ist. Oder die. Die Entschuldigung, das ist der Ralf Sillmann. Und Ralf Sillmann bekommt. Ein Gutschein für die Bärenklause aus Erdheim-Weiler. Herzlichen Glückwunsch, Ralf. Und wir sehen uns gleich zurück bei der nächsten Ziehung. Hier. Mikro. Yes, es war er. Die Schieb ist Selim Eberrecht, der in der Raucherkneipe hockt und sich erstmal einen Tee bestellt, weil er halt wie vom Rauch hat. Schieb, hol ihn! Die Schieb ist Selim Eberrecht, wo er sich auf dem Richtfest mit der russischen Bauherren anlegt und dann im Rohbau schläft. Schieb, hol ihn! Die Schieb ist Selim Eberrecht, der hinter Theke von der Krone kotzt. Schieb, hol ne. Die Schieb ist Selim Hühnerfarmer Eberrecht, wo sie eine Hühnerwarnweste anzieht, damit sie nicht überfahren wäre. Schieb, hol ne. Die Schieb ist Sellerer Hüsfrau Eberrecht, wo sich beim Spätzlepresse eine Zerrung holt. Schieb, hol sie. So, wir losfesen wird am Start. Franz? So, jetzt werden die nächsten Gewinner gezogen und anfangen darf. Wer darf anfangen? Wer 1? Die Sandra Klein. Sandra. Und gewonnen wird. Sandra, dein Preis ist. Ein Bild von uns Schnitzern, geschossen vom Olaf Michel auf Leinwand. Oh, Glückwunsch. Ja. Sandra, das kannst du gerade auf dem Heubergturm aufhängen. So, der oder die nächste Gewinnerin. Jessica Moser und die Quint. Ein Weinpräsent vom Weingut Jäger. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann sehen wir euch zur nächsten Ziehung. Glückwunsch. Was? Jetzt müssen Sie mal noch etwas fragen. Die Schiebebögen. Jetzt haben Sie da ein paar Schiebe gefilmt, was Sie abgeschlagen haben. Aber, wo tun Sie die Schiebe eigentlich machen? Weil das sind ja, glaube ich, mittlerweile bei den letzten, wo Sie noch von Hand schnitzen, oder? Ja, richtig.
Das hätte ich jetzt mal richtig erkannt. Und treffen sich jede Freitagabend im Schnitzerkeller. Weil ich da beim Haus der Vereine, hinten, der hinterste Keller, Trepp runter. Ah, da bin ich oben drüber nach Harald, im Gymnastikunterricht. Genau. Dass ich elastisch bin für dich. Richtig. Ja? Genau da. Und so treffen sie sich, trinken ein, zwei Bier und schnitzen ein paar Schiebe. Rein von Hand. Und ab und zu, vor Corona auch noch, haben sie da jedermanns Schnitze gemacht. Oder Glühweinhock und weiß was Gott was. Ein großes Fest, das ganze Dorf war da. Ja, Dilkot, jetzt möchte ich dir mal fragen. Was? Vor Corona, da waren wir zwei auch schon zusammen. Oder? Ja. Warum ist die mich da also nicht da? Ja, weißt du, ich brauche halt auch mal Minizid für mich. Ja, aber Gott, bin ich da peinlich? Nein. Ja, bist du sicher? Ja, ja. Das ja. Hört sich schon so an. Ja, ja. Die Schiebebübe, ich hab die auch gern. Warum nimmst du mich da? Ja, das glaube ich, aber. Ich glaube, du warst schon eh unterwegs. Meinst du? Ja, ja, du warst schon fort. Aber ich bin viel unterwegs und. Doch. Das war ja, so. Okay. Aber du, wie sieht's denn im Keller unter uns? Willst du mir nicht mitnehmen? Was ist da? Gibt's da ein Klo? Ja, ich glaube jetzt, bevor ich dich da mal mit runternehme, schauen wir erstmal da das Video wieder. Vielleicht zeige ich sie ja noch Apps. Ha? Oder? Ja, probieren wir mal. Vielleicht kommt sie noch. Dann nimm den Schwert nochmal mit, oder? Nee, ich glaube, so ist besser für uns beide. Ha, okay, dann hören wir mal. Bitte, ja, bitte. So, ich würde sagen, fangen wir an unserem kleinen, aber feinen Klo an. Kommt mal gerade mit. Hier ist nichts groß, nichts Wildes. Wird vielleicht in geraumer Zeit auch mal renoviert. Wurde mal drüber gesprochen. Momentan aber leider keine Zeit. Egal, weiter geht's. Hier kommen wir weiter in unser Flur sozusagen. Hier haben wir unsere Zelte für Scheibenschläge und noch einen Schrank, aber nichts sonderbar Wichtiges. Dann gehen wir in die Küche, Schrägstrich Lagerraum. Hier haben wir das ein oder andere Bier gelagert. Hier wird das ein oder andere Mal, wenn hier aufgeräumt ist, Speckeier gemacht, vor oder nach Schiebeschlage. Und ja, dahinter steht noch ein bisschen Gerümpel, aber das ist eigentlich unwichtig. So, weiter geht's. Wir gehen in unsere Haupträume, sage ich jetzt mal, wo wir unsere meiste Zeit verbringen. Da ja, haben wir uns ein bisschen was eingerichtet. Hier ist eigentlich unser ja, aktiverer Raum, sage ich jetzt mal, oder was heißt aktivere? Wenn wir mit der Gruppe irgendwie zusammensitzen wollen, ein bisschen was zusammen machen wollen, habe ich hier auch an der Decke ein paar LED-Streifen aufgehängt für die gemütlichere Atmosphäre. Ja. Hier zum Beispiel an dem Tisch findet dann auch die Vorstandssitzungen statt. Hier sitzt immer unser fauler Vorstand. So. Und hier sitzen die aktiven Mitglieder der Vorstandschaft. Ja, weiter geht's. Hier kommen wir in unser Hauptraum aller Räume, sag ich mal, der Schnitzraum. Hier haben wir unsere Schnitzböcke. Können wir auch mal kurz Licht anmachen. So, sieht man auch ein bisschen was. Gut vorbereitet. Ja, hier haben wir unser Holz gelagert. Kommt mit. Hier haben wir unser Holz gelagert, wo wir unsere Scheibe draus schnitzen. Hier wird es gebohrt, hier wird es geschlagen. Hier hängen unsere Messer. Ja, hier unsere Schnitzböcke, wo wir unsere Scheibe schnitzen. Ja, hier ein paar Couches, dass man, wenn der ein oder andere mal ein Bier zu viel getrunken hat, dass er vielleicht einmal hinlegen kann oder Scheibe zu viel geschnitzt hat. Ja, dann gehen wir weiter. Hier haben wir eine kleine Theke, nichts sonderlich Großes, ein paar Snacks, wo man sich bedienen kann, Kühlschränke, ja, und die Kühlschränke ist hauptsächlich Bier, muss man sagen, und ja, dahinter ist der antialkoholische Kühlschrank, aber den brauchen wir nicht zeigen, der ist ja langweilig, und ja, viel mehr zu unserem Keller gibt es eigentlich nicht. Es ist eine kleine, oder aber feine Roomtour gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß beim weiteren Programm. Willkommen zurück zu unserer nächsten Ziehung vom Jannis. So, der oder die nächste Gewinnerin ist...
Isabella Schillinger. Und zwar gewinnt die ein Gutschein für die Bärenklause. Oh, herzlichen Glückwunsch. So, der nächste glückliche Gewinner, die nächste glückliche Gewinnerin ist M2 Ralf Strickler. Und der gewinnt. Was gewinnt er? Einen Gutschein für den Heubergturm. Bis zur nächsten Ziehung. Die Schieb ist sellere Amateurmannschaft Eberrecht, die von der Gegner zwei Spieler braucht, damit sie überhaupt auf 11 Lied kommen. Schieb, bringt eine mehr Lied? Die Schieb ist selber im Eberrecht, wo sie in der gebrüchte Unterhose in fremde Briefkasten steckt. Schieb, schick ihm neue Unterhose bitte. Die Schieb ist selber im Schiffkopf Eberrecht. Der denkt, das Fahrrad ist kaputt, wird das Ganze nach rechts zählt. Schieb, holen. Die Schieb ist im Wielamer Funkmast Eberrecht, dass wir jetzt endlich auch mal nett sind und nicht abgeschottet sind von der Welt. Schieb, hol den Funkmast. Die Schieb ist sellere Autowerkstatt Eberrecht, wo der Zahnriemen wechselt, obwohl das Auto eine Steuerkette hat. Schieb, hol sie. Die Schieb ist selber im Eberrecht, der einen weißen Tisch für 4 Personen reserviert. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber im Eberrecht, der am neuen Bulldog erstmal Frontschieb kaputt macht. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber im Eberrecht, wo nur Uno mit Tierkarten spielen kann. Schieb, hol ne. Die Schieb ist selber Profi-Autofahrerin Eberrecht, wo 3 Stunden lang im ersten Gang fährt, weil sie den zweiten nicht reinbekommt. Schieb schickt die Frau in Fahrschule. Die Schieb ist allen Unterstützer Eberrecht, die uns geholfen haben, uns endlich selbstständig zu machen. Und jetzt sind wir endlich Schiebeschnitzer e.V. Merci gesagt, Schieb hole ich! Du, Kurt! Ja, was denn? Solange jetzt gerade eh wieder Werbung ist, muss ich dir mal noch kurz etwas erzählen oder zeigen, gell? Ja, aber gib Gas, nicht, dass Werbung fertig ist und das Video wieder geht und mir was verpasse. Ja, interessiert dich nicht, was ich dir erzähle? Doch, natürlich, aber gib Gas. Ja, du, jetzt leg mal, ich hab da hin zwei Handelsaufheftli bekommen. Ja. Und da ist Kisch Roadhouse im Angebot für 17,99 €. Das wäre aber jetzt für uns, oder für dich? Samuel, bist du eigentlich blöd? Ich will doch kein Roadhouse. Ich will das gute Fürsteberg. Das ist Bier. Ha! Da kommst du fahren. Das ist das auch bei der Schnitzbox dabei gesehen von der Schiebeschnitzer, gell? Die wissen, was ich gehört. Ah, okay. Und soviel ich weiß, bestelle die immer noch paletteweise. Fürsteberg für den Schnitzerkeller. Ja. Wo? Vom Klos. Ha, da! Sieh, in der Autobahn vorne. Richtig, genau, ja, da hängt es her. Ja. Und wirklich, das Fürsteberg ist so ein gutes Bier. Ich hoffe einfach, dass die Schnitzer, weil sie da schon lang dran sind, dass die da mal ein bisschen was vom Fürsteberg entgegenbekommen. Weil die trinken so viel von dem Fürsteberg-Bier. Da muss doch mal Fürsteberg auf die drauf zukommen. Ja. Und sie machen auch gute Werbung dafür, gell? Ja, alles drum und dran. Aber bisher ist halt noch nichts gekommen. Ah ja, aber das klappt ja schon, dass ich noch was mache, gell? Ja. Schade, gell? Jetzt lösen wir halt mal wieder. Was lösen wir wieder?
Aber du, stopp! Hey, du, Werbung ist vorbei. Jetzt sind wir wieder. So, wir begrüßen euch zurück zur nächsten Ziehung unserer Tombola. Ja, der nächste glückliche Gewinner ist der Benedikt Hatt. Und gewonnen hat er einen Gutschein für den Heubergturm. Herzlichen Glückwunsch, Benedikt. Janik? So, schauen wir mal, wenn wir nur noch da alles hin. Tag 1. Der Gerhard Schilly hat gewonnen. Ein Sack an Feuerholz. Herzlichen Glückwunsch. So, dann bis später und bis zur nächsten Ziehung. Die Ski ist unserem Foto-, Video- und insgesamt Filmteam Eberrecht. Im Olaf Michel, im Andreas Biselin und im Marvin Petsch. Ski hole ich. Dankeschön. Die Ski ist selben Eberrecht, der sich nächstes Auto anmelden will und drum umleuchte, im Strich durch die Rechnung macht. Ski hole ne. Die Schieb ist selben Chefkoch Eberrecht, der Schnitzel direkt auf der Herdplatte anbrät. Schieb holne. Die Schieb ist selben Vorstandschaftsbeisitzer Eberrecht, wo sie die erste Aufgabe in der Vorstandschaft direkt vergisst. Schieb holne. Die Schieb ist selben Eberrecht, wo nach dem Feiern lieber die Polizei als Taxi nimmt, anstatt normal heimzugehen. Schieb holen. Die Schieb ist selben Bücherwurm Eberrecht, wo so gefesselt vom Buch ist, dass er nicht merkt, dass er in der Bücherei eingeschlossen worden ist und dann von der Polizei nüsgeholt wäre. Schieb holze. Die Schieb ist selben Autotechniker Eberrecht, der das Zündschloss im Handschuhfach sucht. Schieb holne! Die Schieb ist selben Eberrecht, bei dem nur Gummibärle mit hoher Elastizität in den Schnaps kommen. Schieb holne! Eure Losfee sind zurück. Janis? So, der oder die nächste Gewinnerin ist? Der Armin Seiler. So, Armin, was hast du denn gewonnen? Und zwar ein Gutschein für den Heubergturm. Herzlichen Glückwunsch! So, dann kommen wir zu der letzten Gewinnerin oder zum letzten Gewinner. Das ist der Andreas Hösel. Andreas, was bekommst du? Es wird sein ein Weinpräsent vom Weingut Jäger. So, das war's mit unserer Tombola. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden die Gewinner kontaktieren und sie in der nächsten 1 bis 2 Wochen bei euch vorbeibringen. Auf Wiedersehen. Die Schieb ist selben Eberrecht, der so laut schnauft, dass er zum Büro fliegt. Schieb holne. Selben Chemiker Eberrecht,
Der meint, er kann seine Vermieter mit Verdünnung umbringen. Schieb holen! Ah. Die Schieb ist selb Zugliebhaber Eberrecht, wo Psofe in Freiburg in den Zug einsteigt, zum nach Lohr fahren ins Fräulein Fröhlich, dann in Offenburg rüstkommt, in Offenburg wieder in den Zug einsteigt und dann einmal auch schwer durchfahrt bis nach Freiburg und dann wieder in Abbewier landet, bis er aufwacht. Schieb holen! Die Schieb, ist dem scheiß Coronavirus eberecht, dass es bald mal endet, dass die Veranstaltung nächstes Jahr mal wieder normal stattfinden kann. Schieb hole ich. Die Schieb, ist selne Einbrecher eberecht, die extra in den Neubau einbreche, nur um deine Kloschüssel zu klauen. Schieb hol sie. Die Schieb, ist selben E-Fahrer eben recht, wo sich so über den Spritpreis aufregt, bis er merkt, dass er gar nicht mehr tanken muss. Schieb holen. Die Sprache. Die Schieb, ihr liebe Lied, pflege soll sie hoch und weit. Krumm und grad, bis in eine Grabefahrt. Schieb hole ich. Die Schieb fliegt krumm und grad. Bin Meier Philipp an der Garderhag. Schieb hole ich. Die Schieb ist selben eberecht, wo das Arm ist für Krüge und mitten in der Nacht durch Wieler mit einer Flachschüfel als Krug rumrennt. Schieb holen! Die Schieb ist selben eberecht, wo statt sich eine Freundin zu suchen, lieber Yogakurs macht, um sich selber zu befriedigen. Schieb holen! Schieb ist selben Eberrecht, wo mit zwei vergebenen Frauen ein romantischer Urlaub in Paris verbringt. Schieb holne. Die Schieb ist selben Profi-Pizza-Bäcker Eberrecht, der Tiefkühlpizza runterwirft und dann doch beim Espresso bestellt. Schieb holen. Die Schieb ist sellere Frau Eberrecht, die beim Online-Dating nach dem Chemie-Nachhilfelehrer sucht. Schieb hol sie. Schieb ist selben Eberrecht, er will lieber das Bad neu machen, anstatt zu putzen. Schieb holen. Die Schieb ist selben Eberrecht, wo meint, dass ihm jemand ans Hüß pinkelt, obwohl es einfach nur regnet. Schieb holen. Selben Christ Eberrecht, der nicht weiß, ob er katholisch oder evangelisch ist. Schieb holen. Lecker. Die Schieb ist selben Möchtegern Einbrecher Eberrecht, wo nachts in den Kindergarten einbricht und am nächsten Morgen von der Erzieherin geweckt wird, weil er schläft im Kindergarten. Schieb holen, er lernt den Handwerk mal richtig.
So, das ist unsere letzte Schiebfahrt. Merci, dass ihr alle eingeschaltet haben. Ein großes Dankeschön an alle. Schieb hole ich. Salli an alle. Wie ihr seht, ist der Kurt und Hilde leider eingeschlafen. Aber was erwartet man bei so einem straffen Programm heute? Wir möchten uns einfach nur mal kurz bedanken bei den vielen Bestellungen von diesem Jahr und von letztem Jahr. Und besonders bedanken würden wir uns gerne bei den Geschäften, die uns unterstützt haben. Das ist einmal der Flappitz, die Bäckerei Henninger und der Weingut Jäger. Merci gesagt. Des Weiteren würden wir uns gerne bei unserem diesjährigen Filmteam bedanken. Das ist einmal der Biselin Andreas, der uns oben auf dem Schieberberg so toll gefilmt hat. Beim Olaf Michel, beim Bilder Michel, der tolle Bilder von uns gemacht hat. Beim Karl Siefer, der für Kurt und Hilde zuständig war. Und beim Kai Deku, der ein sehr schöner Schnitt fürs Video gemacht hat. Ein richtig großes Dankeschön gilt auch Kurt und Hilde. Ohne die wäre das ja gar nicht zustande gekommen. Und jetzt kommt quasi der Abschluss, unsere Steckbriefe von allen Schnitzer. Und mir zeige euch, was man mache, wenn Scheibenschlage gerade nicht stattfindet. Merci gesagt und viel Spaß noch. So, ihr liebe Lied, für unsere Dia-Show wird's jetzt Zeit. Mit dem Schiebeschlage fangen wir an. Neben große Feuer und der leckere Scherbe fliegen auch noch leuchtende Schiebe der Hang nah. Viele Lied sind immer dabei und manche probieren auch mal ein Schieb zu schlagen. Für das schnitzt sie mir jährlich um die 120 Schiebe für ich. Keine Frage. Mit gutem Schwung werde die Schiebe über der Dille gefetzt. Und anschließend bei guter Laune ein, zwei Bier nie gehetzt. Meh, man da glaubt nicht sage. Die Bilder spreche für sich. Ah, henna Reim erwartet. Nö. Als nächstes kommen wir zu einem ganz besonderen Event, wo man uns im ganzen Dorf schon erwartet und ganz sicherlich auch kennt. Er gehört die Trupp sind wir jedes Jahr. Die Mütter und der Vater steche immer rüss. Der EKD und Wäschwieber sehen aber auch immer klasse üs. Gürt grüßtet mir immer sie. Bei der Mörder gibt's Frühstück. Viele Eier gibt's über den Tag zu sammeln. Und meistens gibt's auch noch einen Schnaps zum Glück. Ja, da haben wir jetzt nicht so viele Bilder davor. Deshalb nur ein ganz kurzer Reim. War witzig, sind einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Und der Humpe war groß und fein. Beim Jedermanns Schnitze laden wir euch als recht herzlich ein. Schnitze übe, kennenlernen und dabei noch gesellig sie. Zum Glück haben wir uns das ausgedacht. Da nehmen wir uns also ein bisschen Arbeit ab. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es Bier nicht wird knapp. Also denke dran, das machen wir jedes Jahr. Drum nehmen wir euch an dem Termin mal nix vor. Für uns selber müssen wir ab und zu auch mal was machen. So lehm wir's an Weihnachten, bin er Weihnachtsvier so richtig krache. Da geht's um Teamgeist, Kostüme und um Leberschade. Den Preis, den es zu gewinnen gibt, den will nämlich jeder haben. Lustig ist Salz und Spaß haben wir viel, denn bei uns ziehe eh alle in einem Strang und jeder kommt ins Ziel. Letztes Jahr haben wir dann auch zum ersten Mal einen Ausflug über ein Wochenende auf einer Hütte in Todtnau gemacht. Dort haben wir tobt den ganzen Tag und auch die ganze Nacht. Durch eine gute Idee und unsere viele tatkräftige Hände haben wir Schnitzboxen verkauft und verteilt und konnten so zum Schluss 1866 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder spenden. Zum Schluss ist es nach vielen Jahren Arbeit endlich offiziell. Jetzt sind wir mal zu einem Verein geworden, ganz schnell. Jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten für noch mehr Sachen. Mal lüge, was uns noch so einfällt zu machen. Auf jeden Fall können wir gespannt sein. Von uns wären wir wieder Herre. Spätestens nächstes Jahr, wenn alle wieder am Schiebeberg ankehren. Hurt me too.
you think revenge will make it better? I don't care about the past, I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you, and you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. I never really loved her. No, 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 no. Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you, you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Left that we haven't tried to do, but one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past back about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they one that they had.